So, hallihallo, wir sind wieder zurück bei den ganz vielen komischen Kristallen hier. Und ich habe so die Befürchtung. Was ist das? Über der Tür war das Blitzsymbol. Hier ging es offenbar zur Kraftquelle. Das Signal des Hebels beleuchtete nur eine Seite des Blitzsymbols. Okay, also dann denke ich mal, müssen wir jetzt hier irgendwas aufmachen oder sonst was. Und ich habe die Vermutung, und das ist mir noch so grob im Kopf geblieben, dass wir diese Strahlen, die wir hier hatten, dass wir die in diesen Raum, wie wir da gerade zu sehen, reintransportieren müssen. Was war das? Das Feld war berührungsempfindlich. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Was machst du da? Das Feld zu berühren brachte nichts. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Okay. Und nee, da gehen wir lieber nicht drüber. Haben die anderen Dinge auch so was? Es war viel zu schwer, um es zu bewegen und hatte keine sichtbaren Griffe oder Hebel. Aha! Erstaunlich, die Maschine schwebte über dem Boden, als wöge sie nicht mehr als eine Feder. Das brauche ich aber nicht. So herum passte es nicht. Moment, wie kriege ich das Ding denn jetzt wieder zurück? Das Gerät war offenbar eine Art Kontrollpult. Ein Ja. großer runder Drehregler und eine Schalttafel George, ragten aus der Oberfläche. das hast du schon gesagt. Nein, ich will nicht das Inventar. So, und wieder zurück. Aha. Jetzt. Glaube, ich brauche. Nein, nicht du! Oder doch? So herum passte es nicht. Nein. Hallo? Ach, also nochmal rum. Dann nochmal rum. So, das müsste das aber sein. Und? So herum funktionierte es nicht. So nicht. Kriege ich das so jetzt wieder zurück? Ja. Verdingst und dumms nochmal. So, lassen wir nochmal angucken. Das sieht so aus. Das. Ah, da kann man nicht richtig erkennen. Was ist da? Nein, ich will ich nicht! Ich will das andere, das da will ich haben. Ach, das darf doch nicht wahr sein! Verdammtes Teil, hau ab! Und ich glaube, jetzt habe ich auch gesehen, man braucht vier Löcher auf der linken Seite und das hier vorne links, das müsste das sein. Also komm her. So herum passte es nicht. Genau, also müssen wir das einmal drehen und nochmal drehen. Jetzt müsste es passen. Nach nicht dahin! Boah, bin ich denn jetzt hier mit Schugge? Dann kann es doch nur noch das sein. So passten die beiden Teile nicht zusammen. Ach, das Ding hat vier. Oh. So, und da drei.
So, jetzt müsste es passen. So herum passte es nicht. Sag mal, willst du mich verflachsen hier? Das darf doch wohl nicht wahr sein. So herum passte es nicht. Das Gerät war offenbar eine Art Kontrollpult. Ein großer runder Drehregler und eine Schalttafel ragten aus der Oberfläche. Ich verstehe das nicht. Komm, hau ab hier. Wieder ein klein wenig nervig, dieses Rätsel. Ich meine immer noch, dass es das ist. Da, wieso kriege ich das jetzt nicht? So herum passte es nicht. Ja, super. Nein. Ja. So, und da hinten. Ach, Leute, 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 Leute. Nee, das kann's doch auch nicht sein. Schon allein, wie das aussieht. So nicht. Tja, so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. So herum passte es nicht. Na, was für ein Wunder. Aha! Also doch! Hey, Och. Es hat funktioniert. Mann, ey. Jetzt müsste es das sein. Jawohl. Das zweite Teil passte genau. Na, George. Und? Ich hielt den Atem an, als das letzte Stück einrastete. Oh. Perfekt. Na endlich. Also, ein Rätsel gelöst, jetzt kommt das nächste. So, wie sieht's hier aus? So, also müssen wir den drehen. So, dann haben wir da. Okay, kriege ich hin. Durch Drehen des Kristalls ließ sich der Energiestrahl zum nächsten Kristall lenken. Ist nicht wahr. Ich will aber erstmal woanders hin. Und zwar hier rum. Und dann. Nein. Oh, bin ich gut. Aha. Hä? Was ist jetzt los? Hey Nico. Hä? Jetzt habe ich die geholt. Ja, und jetzt?
Lasst mich überlegen. Die hier haben wir eben nach da hinten. Das muss ja da hinten auch noch einen Sinn machen. Also versuchen wir es doch einfach mal da hinten hin. So, was haben wir... Ach, Mann. Dann stellen wir den da lang. Oh, sorry. Und den dann nochmal. Genau. Nacht. Da unten haben wir... Och man, oh. Wieso funktioniert das denn nicht? Die Maschine war viel zu groß und schwer, um sie mit bloßen Händen zu bewegen. Was ist, wenn ich das jetzt hier nochmal benutze? Nein. Auch wieder nicht. Na, nicht nochmal. Gut, das hat also nichts gebracht. Was ist, wenn ich den dahin lenke? Ach nee, den kann ich ja gar nicht da durchlenken. Gibt's hier noch einen? Ah, was ist das? Nee, da kann ich ihn auch nicht durchleiten. Freunde, ich sehe schon, das gibt wieder ein riesengroßes Rätsel hier. Ich verabschiede mich hier und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, dann weiß ich mehr. Also bis dahin, NRW bei 18. Adieu.